Hey ho, meine Lieben, heute auf der Barbecue Week in Münsingen von Fire and Food. Ach ja, schaut selber. Da sind wir heute, anscheinend der alte Truppenübungsplatz in Münsingen. Und ja, ich filme jetzt einfach ein bisschen mit. Viele Sachen stehen hier rum, wir sind schon mal halbwegs durchgelaufen. Einfach die Bilder auf euch wirken lassen und ja, schauen wir mal, was geht. Wie heizt man so einen Dashofen an? Wie betreibt man den? Und wie bekommt man da ein leckeres Essen raus? Ich habe viele Rezepte geschrieben und ich finde Dashofen super cool. Ja, grundsätzlich muss man halt. Danke. Aha, der Grill-Junkie ist ja freilich. Hi. Und? Rezept, vielleicht willst du ja nachkochen. Sagst liebe Grüße von den erstopfenden Hopfenteam. Koriander, Rinderscheiben. Soße. Okay, mach mal nochmal einen Kamin, ne? Ich glaube, da klaue ich mir noch die ganzen Rezepte. Das machst du. Die Rote gibt's auch noch. Der Grill-Junkie. Ja, alles noch ziemlich ruhig heute. Mal auf den Tacho gucken. Naja, Viertel nach zwölf haben wir es gerade erst einmal. Naja, so kann man wenigstens in Ruhe alles mal durchgucken. Geil, gerade eingeladen worden zum Axtwerfen und Bogenschießen. Tja, dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwas treffe. Axtwerfen. Ja,
geht es ganz schön nach unten. Ja, der muss ein bisschen höher gehen. Und mein Zimmer. Zwischen Ohren und Rücken vorbei. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Auf dem Wokbrenner ja, so ein Übersatz für einen Pizzastein, zum Pizza machen. Auch eine geile Idee. Wird bestimmt jetzt sofort nachgebaut von irgendjemandem. Ein bisschen. Dankeschön. Bitteschön. Cool, ich habe was zum Essen bekommen. Lecker. Ich bin schon ganz schön drauf. Wem gehört dieser Kessel? Was für ein Kessel? Der sieht gut aus, das ist ganz ehrlich. Grillidee so ist auch nicht schlecht. Lecker. Großer. Thank you.
vernünftige Zange, muss man so sagen. Patentiert. Tja, hier habe ich auch ein Leckerli gekriegt. Da wird das nächste hergerichtet. Von wem wird das hergerichtet? Von der Augs Barbecue Crew. Ah ja. Hallo Grilljunkie. Und was ist das Feines? Es ist ein Blaubeer, sage ich schon, ein Bärlauchrisotto mit Spargel. Und eine Rinderbeinscheibe mit Bier abgelöscht und Rotweinzwiebeln. Okay. Jo, dann lassen wir uns das mal schmecken hier. Gerne. So, dann wollen wir mal. Na. Das ist ja mal richtig geil. Top. So Leute, mittlerweile 3:30. Wir werden uns jetzt wieder verdrücken, sind noch ein paar Mal durchgelaufen. Ja. Und war oder ist hier ein schönes Event. Was heute Abend hier noch abgeht, keine Ahnung. Werdet ihr bei mir auch nicht sehen. Vielleicht woanders, ich weiß es nicht. Ein paar nette Leute getroffen. Ja, und liebe Grüße noch an diejenigen. Ja, das war's. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschaikowski.